München, 5. Juni 2013. Auf dem Messegelände treffen sich wieder die Akteure der weltweiten Logistik. Dieses Jahr ist die Branchenmesse Transportlogistik gewachsen. Nicht nur bei der Fläche. Mit mehr als 2000 Unternehmen aus 63 Ländern sind auch mehr Aussteller gekommen. Die Nummer 1 im europäischen Landverkehr, im europäischen Schienengüterverkehr mit Top-Positionen in der Luft- und Seefracht sowie in der Kontraktlogistik ist DB Schenker. Der Bereich präsentiert sich auf der Messe mit mehr als 1100 Quadratmetern Fläche. Auch das Geschäftsfeld DB Netze ist vertreten. Der Messeauftritt ist Ort der Begegnung von Kunden und Vertriebsexperten. Auf der Transportlogistik demonstriert DB Schenker sein starkes internationales Netzwerk. Präsentiert werden zum Beispiel attraktive Branchenlösungen für die Automobil-, die Chemie- und Konsumgüterindustrie. DB-Chef Dr. Rüdiger Grube schildert seinen Eindruck beim Rundgang. Also zunächst bin ich sehr beeindruckt über den Andrang unserer Kunden hier auf dem Stand. Deutlich mehr als im letzten Jahr. Das freut mich deshalb, weil konjunkturell wir alle zurzeit eher schwierige Zeiten haben. Und so eine Messe ist ja auch immer ein Barometer für die Stimmung in der Szene. Auf der Messe gab es auch eine besondere Vertragsunterzeichnung. DB Schenker bestellt 110 neue umweltfreundliche leistungsfähige Elektrolokomotiven mit Dieselaggregat für den Multisystemeinsatz in Europa. Das Geschäftsfeld baut außerdem seine Vorreiterrolle beim CO2-freien Schienengüterverkehr mit dem Angebot Eco Plus weiter aus. Trotz der schwachen Konjunktur ist DB Schenker Rail wieder in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Die Verkehrsmengen insgesamt im Schienengüterverkehr in Europa waren letztes Jahr rückläufig. Letztes Jahr war der zweithöchste Rückgang, den wir im Schienengüterverkehr in Europa eigentlich jemals gesehen haben. Nur 2009 hatten wir einen größeren Rückgang. Deswegen sind wir bei DB Schenker Rail besonders stolz darauf, dass wir eine erhebliche Ergebnissteigerung auch geschafft haben. Wir haben europaweit unser Ergebnis auf 87 Millionen Euro gebracht. Erstmals präsentiert sich der Vorstandsbereich Personal von DB Schenker auf der Messe. Der Auftritt richtet sich besonders an Schüler und Studenten. Die DB nutzt die Messe gezielt für die Nachwuchsgewinnung. Im Zuge der neuen Strategie DB 2020 ist es wichtig, die soziale Komponente zu unterstreichen. Denn wir sind ein toller Arbeitgeber und so haben wir eine Arbeitgeberkampagne entwickelt. Da sehen Sie hier im Hintergrund, a job like no other. Viele Fragen gab es zum Geschäftsmodell der Zukunft, der Netzwerkbahn. Sie ist aus der Pilotphase in die Umsetzung übergegangen. Ja, mit der Netzwerkbahn wollen wir ja unser Geschäftsmodell wirklich weiterentwickeln. Und vereinfacht gesagt, alle Mengen, die es irgendwo gibt, sind so sinnvoll und direkt miteinander verknüpfen, dass der Kunde am Ende mehr Frequenz hat, sich weniger binden muss. Und wir da unser gesamtes Netzwerk weiter ausrichten. Über den Ausbau der Schienengüterverkehre auf dem europäischen Landweg haben sich DB Schenker Rail und die litauische Güterbahn LG verständigt. Außerdem gibt es ab September dreimal wöchentlich den Bosporus-Shuttle zwischen Deutschland und der Türkei. Beim Landverkehr steht die Strategie DB 2020 im Fokus. Für den Bereich der Landverkehre geht es ganz klar grenzüberschreitende Verkehre, Verkehre aus Deutschland heraus, aber auch in anderen Ländern, also innerhalb Spaniens beispielsweise. Aber auch Nachhaltigkeit, CO2-Emissionswerte ist ein ganz großes Thema dieses Jahr. Elektronischer Rechnungsversand, also im Grunde die Innovation. Erstmals präsentiert sich 2013 der Messeauftritt umweltfreundlich papierlos. Informationen gibt es nicht mehr schriftlich, sondern per Tablet-PC. Mit der neuen Ausstattung setzen die Vertriebsexperten von DB Schenker auf der Messe besondere Zeichen.